Alea gibt uns erneut die Möglichkeit, die Burgen von Burgund zu besuchen, diesmal mit einem speziellen Würfelspiel. 4 solcher Fürstentumblöcke liegen dem Spiel bei. Ihr sucht euch vor Spielbeginn einen Block aus und jeder Spieler erhält dann ein solches Wertungsblatt. Dann markiert sich jeder Spieler eine Startburg. Das sind die Felder in dunkelgrün und nimmt sich auch direkt den angekreuzten Bonus hier unten bei den Burgen. Boni können eingesetzt werden, um im Spiel besondere Vorteile zu erzielen. Nun wird gewürfelt. Jeder Würfelwurf gilt immer für alle Spieler. Zunächst wird das Zeitsymbol betrachtet. Bei dem schwarzen Symbol wird eine Zeit angekreuzt, hier in der ersten Epoche. Danach muss sich jeder Spieler für eine Kombination aus Farbe und Zahl entscheiden, die er in seinen Spielplan einträgt. Dabei darf immer nur angrenzend an bereits ausgefüllte Felder, also zu Beginn angrenzend an die Startburg, gebaut werden. Das ist mit Grün nicht möglich, jedoch mit Blau. Allerdings benötigt Blau zwingend eine 5 oder eine 6. Kann ich keine Kombination nutzen, nehme ich mir stattdessen einen Arbeiter, kringel dieses Feld ein und dann geht das Spiel auch schon weiter. Neuer Wurf, neue Zeit. Erst einmal wird wieder dieses Zeitsymbol eingetragen, dann wird eine neue Kombination gebildet. Diesmal könnte ich hier angrenzend ein lilafarbenes Feld belegen. Dazu benötige ich eine 1 oder 2. Eine lilane 1 wäre hier als Kombination möglich. Ich kann aber auch das gelbe Feld nutzen. Da kann ich eine beliebige Zahl eintragen, bekomme jetzt hier für ein abgeschlossenes Gebiet auch direkt einen Punkt. Und da es ein gelbes Gebiet ist, als Bonus diesen Wert mal 2, das heißt, das abgeschlossene Gebiet wird zweimal gewertet. Ein einer Gebiet in der ersten Runde bringt einen Punkt. Dann kommt schon der nächste Würfelwurf. Wieder als erstes Zeit eintragen. Und nun wieder ein Blick auf die anderen Würfel. Diesmal nutze ich die blaue 5, kann hier angrenzend bauen und das Spiel geht weiter. Was mache ich nun mit diesem Wurf? Hier habe ich eine Zeit gewürfelt, die ich wieder eintrage, und lila mit einer 5 oder 6. Lila erfordert jedoch eine 1 oder 2. Nun habe ich aber bereits aus einer vorherigen Runde einen Arbeiter markiert, also eingekringelt. Einmal pro Zug kann ich einen solchen Bonus nutzen, um meinen Würfelwurf zu verändern. In diesem Fall könnte ich nun diesen orangefarbenen Arbeiter einsetzen, um einen Würfel auf eine beliebige andere Zahl zu drehen. Das mache ich imaginär. Ich kreuze dann einfach diesen Arbeiter durch, das heißt, er ist eingesetzt worden, und statt einer lilanen 5 kann ich nun sagen, der andere Würfel zeigt eine 1 oder 2. Ich entscheide mich hier zum Beispiel dann einfach für eine 1 und trage sie ein. Dann geht das Spiel auch schon wieder weiter. Erneut wird ein Zeitsymbol eingetragen und wie immer machen das natürlich immer alle Spieler gleichzeitig. Das heißt, jeder Wurf gilt für jeden Spieler, nicht nur für mich. Jetzt habe ich hier eine 3 und eine 4, kann also hier bei Gelb wieder eine beliebige Zahl eintragen. Das geht zumindest im Moment noch, da es das erste gelbe Feld dieses Gebietes war. Nächster Wurf, ein lilaner Würfel, ein grauer Würfel und zwei Vieren. Erst einmal die Zeit eintragen und dann wieder überlegen, welche Kombination kann ich nutzen. Mit dem grauen Würfel kann ich nichts anfangen, denn ich habe im Moment kein graues Minenfeld, das angrenzt an ein bereits eingetragenes Feld. Das heißt, ich kann mir nur den lilafarbenen Würfel betrachten. Dieser jedoch erfordert eine 1 oder 2. Ich habe jetzt hier zwei Vieren gewürfelt. Einen orangefarbenen Arbeiter besitze ich zurzeit nicht mehr. Das heißt, ich habe hier keinen Kringel mehr frei, sodass ich eine Zahl ändern könnte. Einzige Möglichkeit besteht jetzt noch, den lilanen Würfel in eine andere Farbe zu tauschen. Da ich hier unten bei der Burg noch so einen Bonus besitze, mache ich hier ein Kreuz und sage, dieser lilane Würfel wird zu einem gelben Würfel. Das wäre dann eine gelbe 4. Bei den gelben Gebieten müssen die Zahlen immer innerhalb eines Gebietes gleich sein. Das heißt, hier kann eine gelbe 4 eingetragen werden. Ich erfülle damit die Vorgabe dieser Farbe und habe damit auch direkt dieses Zweiergebiet abgeschlossen. Ein Zweiergebiet in der ersten Zeitepoche bringt mir, laut Tabelle hier, 4 Punkte.
Dann nehme ich mir noch den Bonus für Gelb, das heißt die Verdopplung der Punkte. Das heißt, ich nehme mir hier direkt 8 Siegpunkte, die ich eintrage. Ist die erste Zeitepoche komplett gefüllt, dann wird ab der nächsten Runde mit der zweiten Epoche weitergespielt. Abgeschlossene Gebiete bringen dann weniger Punkte. Das gilt dann auch nochmal für die dritte Epoche. Doch um weitere Gebiete abzuschließen und so Punkte und Boni einzusammeln, müssen zunächst weitere Felder belegt werden. Hier also nochmal die Eintragregeln. Es muss immer angrenzend gebaut werden und die lilane Würfel muss mit einer 1 oder 2 kombiniert werden. Graue Felder dürfen nur mit einem Würfel kombiniert werden, der eine 3 oder 4 zeigt und blaue Felder nur mit einem Würfel, der eine 5 oder 6 aufweist. Die gelben Felder müssen innerhalb eines Gebietes mit der gleichen Zahl gefüllt werden. Bei den Burgfeldern muss angrenzend an das Burgfeld ein Feld ausgefüllt worden sein, das dieselbe Zahl zeigt wie die Würfelkombination. Also hier zum Beispiel grüne 3 geht, da angrenzend mindestens eine 3 vorhanden ist. Ein Burggebiet, das immer nur aus einem Feld besteht, ist immer direkt abgeschlossen, das heißt, ich bekomme direkt den Bonus und die Punkte dafür. Bei den orangefarbenen Feldern müssen alle Felder immer unterschiedliche Zahlen zeigen. Für ein solches abgeschlossenes Dreiergebiet erhalte ich in der zweiten Zeitepoche dann also 6 Punkte. Und natürlich den Bonus. Den bekomme ich immer, wenn ich ein Gebiet abschließe. Das heißt, ich mache einen Kringel hier um einen orangefarbenen Arbeiter. Pro Spielzug kann ich also so einen Bonus immer einmal einsetzen. Durchkreuze ich ein umrandetes lilanes Feld, so ändere ich die Farbe des Würfels, bei Orange die Zahl. Streiche ich eine bereits eingesammelte Münze in Grau durch, so darf ich gleich 2 Würfelkombinationen bilden und so in einer Spielrunde, wenn möglich, gleich 2 Felder ausfüllen. Die 4 einzelnen Bonusfelder bei den Burgen werden dabei genauso behandelt. Eine Besonderheit sind dann aber noch die blauen Felder. Immer wenn ich ein blaues Gebiet abschließe, erhalte ich einen blauen Kringel um so eine Ware. Eine solche Ware kann ich verkaufen, wenn ich möchte, sobald im Würfelwurf das blaue Doppelzeitsymbol fällt. Setze ich diesen Bonus in dieser Runde ein, so wird nicht nur, wie natürlich für alle Spieler, die Zeit abgestrichen, das heißt hier bei Blau gleich 2 Zeiteinheiten auf einmal, sondern ich setze dann auch noch die Ware ein und erhalte dafür, so wie es hier unten angegeben ist, 2 Siegpunkte und ein Silber, das kreise ich dann hier oben ein. Mit den restlichen Würfeln bilde ich dann wieder eine Kombination. Zusätzliche Siegpunkte erhalte ich, wenn ich es schaffe, alle Gebiete einer Farbe komplett abzuschließen. Für diese Farbe bekomme ich dann, wenn ich das als erster schaffe, hier die höhere Punktezahl. Und schafft das hier jemand später auch noch, dann bekommt er immerhin noch die kleinere Zahl. Sobald alle Zeitfelder komplett belegt worden sind, endet das Spiel und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Den Testbericht zum Burgen von Burgund Würfelspiel findet ihr wie immer auf spielkult.de.